Guten Morgen, Fahrer. So, gleich geht's los ins Qualifying. Pierre ist fertig. Ich denke, in 5, 6 Minuten fährt er raus. Die ersten fahren gerade schon, legen die Zeiten vor. Wir haben uns entschlossen, nach 12 Minuten in etwa rauszufahren. Es ist heute ein Tick wärmer und wir haben eine große Setup-Änderung gemacht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Nachts haben die Jungs viel durchgearbeitet, dafür auf jeden Fall erstmal ein großes Dankeschön. Wir wissen nicht, wir haben irgendwie einen Bock drin oder irgendwelche Probleme. Mit dem Auto, die wir im Moment noch nicht ganz so verstehen, schauen wir mal im Qualifying, was jetzt geht. Ich bin natürlich optimistisch und hoffe, dass es jetzt weiter nach vorne geht als gestern und mal schauen, was heute am Ende dabei rauskommt. Zwei Zehntel wären cool gewesen. Zwei Zehntel. Zwischen Wind und hier sind 700. So eng geht es in der GT Masters zu. Leider habe ich die Runde nicht komplett zusammenbekommen. Aber kein Problem fürs Rennen. Haben wir ein gutes Auto und ich bin sehr positiv fürs Rennen. Ja, mal gucken. Ich muss jetzt gleich mal mit ihm sprechen. Wir haben jetzt Nachbesprechung. Aber zwischen Markus und Pierre sind 700. Also das ist wirklich nichts. Widerstandplatz 30, das ist schon ein wenig heftig. Der Bentley heute war 9 Zehntel vom zweiten. Also das ist ein wenig acht krass, ja. Sonst die Audis sind relativ eng beieinander. Aber wir müssen mal gucken, irgendwo ist da ein kleiner Fehler noch drinnen. Aber wir geben alles. Wir starten jetzt von Platz 29. Der Bentley hat eine Strafe bekommen. Die haben wohl irgendwas an der Motorelektronik gemacht, was nicht ganz regelkonform war. Wir müssen von ganz hinten starten. Der Pierre und ich haben eine Chance nur, volle Attacke am Start und den Fahrradwechsel nicht zu verkacken. Und deswegen üben wir den jetzt nochmal. Ja? Könnt ihr uns jetzt gleich mal begleiten, wie so eine Übung dafür ausschaut. Also, Vollgas. Angriff. Pierre Kaffertgranate. Ich hol uns mal einen, der zählt. Eigentlich nur reinfahren und rausfahren 70 Sekunden Zeit, aber bis der Pierre mal sein Kadaver aus dem Auto rauskriegt, ja? Der labert ein Zeug, das ist nicht normal. Ihr könnt gleich mal gucken, wer immer schnell aus dem Auto ist. Bis der seinen Sitz da rausholt, Katastrophe. Er steigt aus wie so eine Fee, ganz zart, ihr seht es gleich. Also reinfahren, rausfahren 70 Sekunden, für einen Fahrerwechsel brauchen wir normalerweise um die 15. Gut, oder? Hey? Lausitzring? Lausitzring haben wir es in 70,1 Sekunde geschafft. Das ist nahezu perfekt. Wenn wir schneller sind wie 70 Sekunden, kriegen wir eine Durchfahrtsstrafe. Wenn wir langsamer sind, verlieren wir Plätze auf der Strecke. Gestern haben wir 70,6 gebraucht. Das ist guter Durchschnitt. Heute ziehen wir mal 70,3 an.
Gott, hier. Wann geht's los? 12:45 Uhr, Boxenampel grün. Gehen wir raus zur Schlacht. Der Pierre ist, glaube ich, konzentriert. Das ist meistens ein gutes Zeichen. One minute to go, ladies and gentlemen, start your engines, heißt es jetzt. Auf die Startzielgerade eingebogen, Ampel ist auf grün geschaltet, der Start ist freigegeben. Einspielung Audi gegen Audi. Quasi die Berührung. Und wenn der da jetzt steht und zum Stehen kommt, und stehen dann bleibt. Haben wir gerade eben von allen sehr komfortablen Vorsprüngen gesprochen. Die sind dann gleich beim Teufel. Ja. Weil da stand heute schon mal ein Audi. Der war nur pinkfarben. Komm. Und der EFB der bei raus. Teze Car Collection Audi kommt dort Gott sei Dank raus, weil im Moment eine Safety Car Phase sich der eine oder andere sicherlich wünschen würde. Bei uns sehr schwierig. Wir haben das ganze Wochenende mit der Balance schon gekämpft. Jetzt im Rennen war es auch nicht besser. Ja, müssen wir mal schauen, analysieren, woran es jetzt wirklich gelegen hat, weil uns fehlt halt wirklich ein großes Stück an Zeit und ja, müssen uns mal zusammensetzen und hoffen, dass es natürlich besser wird. Ja, drinnen lief anders, als wir uns vorgestellt haben. Ja. Ich habe leider Dreher gehabt, das war voll mein. Also mein Fehler, das tut mir auch echt leid, das ganze Team. Der hat ziemlich Druck gemacht, der Audi, der Rotronic Audi. Ich habe ein bisschen zu spät gebremst, habe mich gedreht und bin ins Kiesbett abgeflogen. Gott sei Dank sind wir noch rausgekommen, aber wir haben uns natürlich das ganze Wochenende etwas anders vorgestellt. Schade, sorry ans Team. Wir haben bis zum nächsten Rennen ordentlich Arbeit vor uns, aber ich glaube, wir werden das schaffen. Wie viele Sätze oder Reifen gehen denn da an so einem Wochenende eigentlich durch und wie viele Kilometer werden da so gefahren? Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Beim GD Masters ist ja die Reifenanzahl limitiert. Da bekommt man halt pro Wochenende 3 Satz neue Reifen. Die müssen dann für Freitag, Samstag und Sonntag reichen. Und man darf zusätzlich 2 Satz Reifen von einem Vorevent noch nominieren, die man dann auch in den freien Trainings nutzen kann. Wenn jetzt zum Beispiel so wie hier, wie am Donnerstag, noch ein Training stattfindet, dann kommen noch mal so 3 bis 4 Satz Reifen dazu. Also werden in der Regel so ungefähr 6 bis 7 Satz an so einem Wochenende verfahren. Von der Laufleistung her, von den Kilometern, liegen die alle so zwischen 150 und 200 Kilometern, die damit gefahren werden. Und dann sind sie auch wirklich hinüber und werden dann entsorgt.
das zweite Rennwochenende hier am Nürburgring rum. Wir kamen eigentlich total hochmotiviert an, sind auch auf jeden Fall noch hochmotiviert, aber etwas niedergeschlagen. Es hat so gut begonnen am Donnerstag, dann hatten wir am Freitag kleine Probleme bekommen, konnten wir Freitagabend wieder abstellen und Samstag und Sonntag bis Qualifying lief es so gar nicht. Wir wissen, was das Problem ist, wir kriegen den Reifen einfach nicht zum Arbeiten auf der Vorderachse, das hatten wir vorher noch nicht das Problem. Es ist das erste Mal jetzt kühler diese Saison. Wir haben zum Rennen was abgestellt und komischerweise zum Rennen war der Rennspeed wirklich halbwegs gut. Er war nicht perfekt, aber er war deutlich besser wie gestern. Also wir konnten die Zeiten von Platz 4, 5, 6, 7 jetzt wirklich zum Schluss fahren noch. Wir haben jetzt noch ordentlich Arbeit bis Hockenheim. Und wir werden es auch auf definitiv hinbekommen. Lausitzring war ich halt einfach zufriedener. Die Erwartungen werden mehr. Ja, es war schön mit dem zweiten Auto, aber das zweite Auto war eben auch nicht besser. Ja? Also wir haben jetzt echt ordentlich Arbeit vor uns, aber wir werden das auch schaffen, definitiv. Ich hoffe, es hat das Video trotzdem gefallen und schaltet das nächste Mal ein. Das ist VLN6. Da gibt es ziemlich geile Neuigkeiten zu berichten. Also da freue ich mich ganz besonders. Und dann Hockenheim, die Wiedergutmachung vom Nürburgring. Beim Video vom Sonntag gab es von der 12 Alu-Dieber und Platten zu gewinnen. Dieses Mal gibt es von der Stadt Nummer 11. Die ersten 15, die in den Kommentaren reinschreiben, in welchem Jahr der Pierre das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring gewonnen hat, bekommen eine Alu-Dibon-Platte von mir nach Hause geschickt. Also die ersten 15, die das Jahr unten kommentieren, bekommen das geschickt. Viel Glück!